Aber die Kleriker, die sich darum gekümmert hatten, gingen, wie es für ihre Göttin üblich ist. Die Massen, die seitdem nach Stalwart gekommen sind, haben nach einer praktischeren Gottheit gesucht. Ihm die Zeichnung zeigen, weißt du, wo das ist? Er hält das zerknüllte Papier vorsichtig, um die Kohle nicht zu verwischen. Nachdem er kurz nachgedacht hat, schürzt er die Lippen. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was das sein soll. Er blinzelt und dreht das Bild dann, sodass er es andersherum sieht. Ah, schon eher eine Höhle und Bäume. Nein, das müssen die Adra-Steine in der Weißsteinsenke sein. Ich glaube, dort in der Nähe gibt es eine Höhle. Ja, stimmt. Dann nehmen Sie mal wohl. I'm here. So, und du hast Probleme mit deinem Schwert? Also jetzt machst du mich wütend. Sie schlägt ihren Schmiedehammer mit einem lauten Klirren auf die unfertige Klimme. Werde doch gerade, verdammt. Mäße dich, Maska. Der ältere Priester blickt Maska mahnend an. Verzeihung, Meister, ist mir einfach herausgerutscht. Sie haben mir tief ein und langsam wieder aus. Ich suche nach Mila. Tut mir leid, ich habe sie nicht gesehen. Rede mit Meister Ingrim. Er weiß eher etwas als ich. Ich mache lieber weiter, bevor Meister Ingrim wütend wird. Warum hast du entschieden, Abaddon-Akolyten zu werden? Alte Familientradition. Und ich kann sie aufrechterhalten. Sie blickt zornig auf das unfertige Schwert auf ihrem Amboss. Mehr oder weniger. Was stimmt mit dem Schwert nicht? Wo soll ich anfangen? Sie deutet auf den rasch abkühlenden Klumpen Eisen auf ihrem Amboss. Zu einem gelingt es mir nicht, das Metall zu formen, so sehr ich mich auch bemühe. Meister Ingrim sagt, ich solle mir ein Schwert vorstellen. Das tue ich. Wo tue ich? Ich glaube, am Ende kommt ein Knüppel dabei heraus. Vielleicht ein Streitkolben, wenn ich Glück habe, aber kein Schwert. Wenn meine Arbeit nicht bald besser wird, werfen sie mich aus dem Tempel. Man kann kein Priester sein, wenn man kein guter Schmied ist. Außer du hilfst mir. Maska blickt sich um. Sprich weiter. Ich habe einen Blick in Meister Ingrims Bücher geworfen. Es gibt ein Ritual, mit dem man einen Schmiedehalber verzaubern kann, sodass er einen zu einem besseren Schmied macht. Ich habe den ersten Teil des Rituals schon abgeschlossen. Den Hammer zu schmieden. Leider muss man für die nächsten beiden Teile in den Dürrwald reisen. Und der Meister Ingrim lässt mich gewiss nicht so bald fort. Ist es nicht unethisch, mit einem magischen Schmiedehammer zu schmieden? Ich will niemanden bloßstellen, ich will nur kompetent erscheinen, weißt du, um mir Zeit zu verschaffen, bis ich tatsächlich kompetent bin. Ich schließe das Ritual für dich ab. Großartig, sie reicht dir einen Schmiedehammer. Dieser Hammer ist sogar recht gut geworden. Als erstes musst du zum Abaddon-Schrein auf Burg Schmelztiegel gehen. Sie liegt im Bezirk Urfeuer in Todsbucht. Ich war selbst noch nie dort. Leg den Hammer einfach auf den Schrein, da wird er gesegnet. Oder vor den Schrein, oder irgendwie so. Danach musst du nur den Markran-Schrein in Markrans Gabelung finden. Das liegt nicht weit von Trutzbucht entfernt, nördlich, glaube ich. Mach bei diesem Schrein wieder dasselbe mit dem Hammer und dann komm wieder zu mir. Na, dann leb wohl. Eisen und Flamme, das ist eine Quest. Maska, eine Akolytin im Abaddon-Tempel von Stalwart, hat mich um einen Gefallen gebeten. Ich soll ein Ritual abschließen, das ihren Schmiedehammer segnet und ihre Fähigkeiten als Schmiedin verbessert. Im Moment taugt sie nicht viel und fürchtet, daher aus dem Tempel geworfen zu werden. Wenn sie sich nicht bald verbessert, sie hat mich um Hilfe gebeten, weil sie selbst Stalwart nicht verlassen kann. Besuche Burg Schmelztiegel in Urfeuer und segne den Hammer an Abaddons Schrein dort. Im Tempel sagte Imgrim, dass Mila gerne am Feuer sitzt und malt. Er macht sich Sorgen, dass sie einsam sein könnte ohne Freunde in ihrem Alter. Der Ort, den Mila gemalt hat, liegt irgendwo in der Weißsteinsenke. Yes. Gut. Das heißt, wenn wir in Stalwart fertig sind, geht's erstmal in die Weißsteinsenke ein Mädchen retten. Dann könnten wir theoretisch... Nee, dann gehen wir erst einmal nach zur Dürgans Batterie, bevor wir wieder zurück in den Dürrwald reisen. Certainly. So, und damit wären wir hier erstmal mit unserem Rundgang fertig. Eigentlich sollte die Frau ja, also die Abgesandte, hier vorbeigekommen sein, direkt an ihm. Ist sie in den Minen?
Wo ist sie zu finden? Wahrscheinlich hier drüben, oder? Ja. Es ist beeindruckend, wie schnell Stalwart die Mine wieder geöffnet und in Betrieb genommen hat. Sie blickt sich anerkennt um. Ich bin etwas besorgt, ob dieses Zwischenfalls mit einigen Bergarbeitern irgendetwas löst bei ihnen verwirrtes, unberechenbares Verhalten aus. Das heißt, du hättest das Problem behoben. Möchtest du mich vielleicht aufklären? Ein riesiger Strahlenpilz in dem Vitrakön hat den Verstand der Arbeiter und der Vitrak kontrolliert. Der Pilz ist jetzt tot. Aber die Vitrak nicht, korrekt? Sie denkt einen Augenblick nach. Ich muss ihre Anwesenheit in meinem Bericht vermerken. Trotzdem wird darauf bestehen, dass als Teil des Handelsabkommens ein Strom von Schmelztiegelrittern die Mine bewacht. Natürlich ohne die Miliz von Stalwart zu nahe treten zu wollen. Ich rate dir dringend, diesen Teil in deinem Bericht nicht zu erwähnen, es sei denn, du willst auf dem Heimweg in ein tiefes, dunkles Loch fallen. Eine Mine zu bewachen ist nicht mit sonderlich viel Prestige verbunden. Die Ritter werden es dir nicht danken. Klar, weil es ein Freund von mir. Sag ihm, dass Stalwart sich selbst um die Sicherheit kümmern kann und keine seiner Ritter benötigt. Oh, mir war nicht klar, dass du den Kommandanten der Schnellstiegelritter kennst. Dann werde ich deine Empfehlung notieren. Eines muss ich mir noch ansehen, die weiße Essig. Ich würde gerne die Fähigkeiten der Schmiede bewerten, die dort arbeiten. Wir sehen uns dort. Noch ein großes Festungsabenteuer. 15% Erfahrung läuft in 25 Stunden ab, dauert 3 Runden. Also schicke ich Eder hin. Dieses eine Mal. Damit er vielleicht nachleveln kann. Bei 15% Erfahrung sind ein Stückchen. Und ich hoffe einfach mal, dass ich hier der schon auf 25 gelevelt habe. Dumm, die dumm, die dumm. Gut. Das heißt, wir sind hier eigentlich soweit fertig und können jetzt rüber in die Weißsteinsenke. Werden dort erst einmal die Schneefäule ausschalten. Dann gucken, ob wir das Mädchen in der Höhle noch lebendig finden, hoffe ich mal. Weil eine schöne Höhle ist das ja nicht gewesen. Also die Schneefäule wird wahrscheinlich hier unten bei der Lawine rumhausen. Gehe ich mal stark davon aus. Ich höre schon was weinen. Ja, Quengala. Alle ruhig angreifen. So, wie viel hat das jetzt schon gebracht? Ah, nur 59. Okay. Ah, und da ist die Branche des Karawanenmeisters. Und da hat Sagani ihren Level up. Eins in Athletik.
Eins überleben wäre auch okay. Naja, damit wir alle Punkte vergeben. Treuer Gefährte, Verteidigung gegen Bezaubert. Gnadenloser Gefährte. Ich würde eher treuer Gefährte nehmen. Schütze brauchen wir nicht. Aber unterbrechende Hiebe wäre auch nicht schlecht. Nehmen wir unterbrechende Hiebe. Yes. So, dann gehen wir auch hoch zur Höhle. Tünkappe, okay. Ah ja, hier ist sogar der Baum. Dann gucken wir mal, ob wir hier drin ein kleines Mädchen finden. Und der Fuchs ist dem Bauern davongewetzt und auf dem Hof alle Schafe zerfetzt. Bevor das Mädchen singt, sind die Wichte um sie herum seltsam ruhig. Sie kratzen mit ihren Klauen im Dreck, die blutunterlaufenden Augen halb geschlossen, während das Mädchen sein Lied singt und summt. Plötzlich blickt sie auf und bemerkt dich. Sie sieht sich in der Höhle um, als würde sie hoffen, du wärst wegen jemand anderem hier. Ich bin Mila, das sind meine Freunde. Sie deutet auf die Wichte und betrachtet dich dann sorgenvoll. Bist du hier, um mit uns zu spielen? Die Wichte blicken auf, als sie die Sorge in ihrer Stimme hören. Ihre Pupillen verengen sich. Deine Mutter sucht nach dir. Mila zuckt zusammen. Ihr Gesicht verzieht sich zu einem trotzigen kleinen Maske. Die Wichte bemerken plötzliche Bewegungen und fauchen. Großzunge, Milas schriller Schrei richtet sich auf den zischenden Wicht, der ihr am nächsten ist. Sei nett. Sie richtet ihre Aufmerksamkeit wieder auf dich. Ich will nicht wieder nach Hause. Sie schreit mich nur an. Ich will mit meinen Freunden spielen. Sie baut einen kleinen Berg aus dreckigem Schnee. Du kannst nicht ewig hier bleiben. Du kannst mich nicht zwingen. Sie verschränkt die Arme über den Knien. Fast fürchtest du, sie würde drohen, den Atem anzuhalten. Magst du Süßigkeiten? Wie wäre es mit einem Rauteikeks? Einen echten Rauteikeks, von denen habe ich schon gehört. Milas Augen weinen sich vor Neugier. Natürlich, das sind die besten Kekse der Welt. Krieg ich wirklich einen? Wenn ich dir diesen Keks gebe, gehst du dann nach Hause zu deiner Mutter? Mila nickt stumm. Mila den Keks geben. Mila geht auf dich zu und nimmt den Keks vorsichtig in ihre kleinen Hände. Völlig auf die Leckerei konzentriert, beginnt sie an den Rändern zu knabbern, während sie wortlos in Richtung des Höhenausgangs schlurft. Die Wichte beginnen ihr hinauszufolgen. Als sie aber die Höhle verlassen, sehen und hören sie Tiere in der Wildnis und werden abgelenkt. Einer nach dem anderen schleichen die Wichte in das Unterholz, um zu jagen. Wir sehen uns im Dorf. Okay. Das war vielleicht die bessere Lösung. Dann gehen wir wieder raus aus der Höhle und speichern draußen mal. So.
Das mit der Quest sehen, lesen wir jetzt beim nächsten Mal. Ich speichere jetzt. Dumm, die dumm. Das wäre 50 mittlerweile schon. Okay. Speichern. Und dann machen wir erstmal einen Cut. Bis gleich.